Dann probieren wir das mal mit dem vierten Teil. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass eventuell eine Strategie oder eine fehlende Strategie oder zu viele Strategien ein Problem darstellen könnte. Und meine These, die ich jetzt hier habe, die wir formuliert haben, ohne Strategie kein Erfolg. Man könnte es jetzt vielleicht noch mehr auf den Punkt bringen, ohne eine gemeinsame Strategie für die gesamte Partei. Ohne eine. Ja, ohne eine gemeinsame. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Strategie haben und dass es eben dann eine ist. Haben wir keinen Erfolg. Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir für eine Strategie ein bisschen Basis schaffen müssen. Also für das Fundament einer Strategie brauchen wir eine Bestandsaufnahme. Also dazu gehört, dass wir uns selber kennenlernen, damit wir wissen, wer wir sind, damit wir auch wissen, was wir können. Also wir müssen das selber erkennen, damit wir dann auch schauen, was wir jemandem anderen als Nutzen bieten können. Als nächsten Punkt ist die Differenzeignung. Also wir müssen herausarbeiten, was, wenn wir wissen, wer wir sind und was wir können, wie wir zum politischen Gegner stehen, also der Mitbewerber in diesem politischen Prozess und wo unsere Stärken liegen, also was wir besser können als der politische Gegner. Wenn wir versuchen jetzt Rentenpolitik zu machen, sind wir in dem Themenfeld besser oder sind wir dort vielleicht schlechter aufgestellt? Haben wir fähige Köpfe in der Partei, die das besser oder schlechter machen? Oder ist es eher so, dass wir bei dem Thema Netzpolitik vielleicht die Köpfe haben, die dort besser oder schlechter sind? Deshalb müssen wir dort analysieren, wo unsere Stärken liegen und müssen die mit dem politischen Gegner vergleichen. Im nächsten Schritt können wir dann schauen, welchen Nutzen wir dann für unsere Zielgruppe haben. Die sollten wir nämlich dann auch in einem unserer nächsten Schritte auch mal betrachten, auch vielleicht versuchen zu definieren, versuchen zu greifen. Und erst wenn wir dann auch wissen, für wen wir tatsächlich auch diese Politik machen. Und ich glaube nicht, dass wir diese Politik für die gesamten Wähler machen, sondern wir nur für eine Teilmenge der Wähler. Und da müssen wir auch drauf schauen, was wir denen anbieten können. Was auch wichtig ist, vorhin war diese Schere genau umgekehrt mal am Beamer. Wir sind nämlich bei einem Punkt gestartet und haben uns dann ohne Zielsetzung immer erweitert in alle möglichen Richtungen. Ich hatte das Verzettelung genannt. Was wir jetzt in Zukunft machen müssen, ist, dass wir das Ganze wieder auf den Punkt bringen müssen. Also wo ich vorhin aufgehört hatte mit dem Markenkern. Wir müssen herausarbeiten, wo wir tatsächlich auf den Punkt kommen können, was wir dem Wähler anbieten können, auch als politische Vision, als politische Ziele. Weil dem Wähler kann man nicht anbieten, 5%, das ist kein Ziel. In die Parlamente zu kommen, das ist kein Ziel, den der Wähler hat. Der Wähler hat ein drängendes Problem, das müssen wir auch erkennen.
Und dafür müssen wir ihm ein Angebot liefern. Und da müssen wir auch auf den Punkt kommen. Auch bei unserer weiteren Programmentwicklung oder bei den Prozessen, die wir dafür entwickeln. Wir müssen dafür sorgen, dass wir tatsächlich von dem vielen, was wir als Angebot haben, von der Quantität müssen wir zur Qualität kommen. Und ja, auch bei der Strategie, wie wir vorhin gesagt haben, ist das Ziel eben wichtig. Und diese Zielsetzung müssen wir eben auch herausarbeiten. Und dahingehend eine Strategie entwickeln. Und ohne diese Strategie, behaupte ich, kommen wir zu keinem Erfolg. Jetzt würde ich den Olaf fragen, ob er auch bereit ist, kurz was dazu zu sagen. Oder aber tief im Titel steckt. Ich kann ein paar Worte sagen. Und zwar grundsätzlich zur Strategie. Du hattest vorhin Clausewitz erwähnt, Bernd. Clausewitz ist, wenn man die neuere politikwissenschaftliche und Beraterkultur betrachtet, eher weniger geeignet, herangezogen zu werden, um demokratisch-parlamentarische Prozesse zu beschreiben oder für sie ein Konzept zu entwickeln. Clausewitz, wie du schon richtig gesagt hast, hebt ja auch die Kriegsführung ab und hat andere Konzepte und Vorschläge, ich sage nicht Tipps, um in dem Schlachtengetümmel doch zumindest durch eine Taktik die Oberhand zu gewinnen. Es gibt zwei Politikwissenschaftler, Professoren, die sich auch mit dem Parteiengefüge der Bundesrepublik Deutschland befasst haben und 2011 ein dickleibiges Buch im Springer Verlag veröffentlicht haben, wo sie über die Strategie an und für sich für Politikakteure sprechen. Dieses Buch kann man mit seinen, ich glaube, über 500 Seiten gar nicht richtig lesen, weil es nicht für die Allgemeinheit geschrieben ist. Das haben diese beiden Professoren offensichtlich auch verstanden, gemerkt und haben dann, ich glaube, es waren 2 Jahre später, ein populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht, das sie dann nannten, ich meine, es wäre der Titel von der Strategie, wir brauchen eine politische Strategie, denn Taktik haben wir genug. Also ein etwas längerer Buchtitel. Ich wollte hier das nur erwähnen, um es als Quelle auch anzugeben. Quelle deswegen, weil sie tatsächlich richtigerweise in dem Buch auch feststellen, dass die Politikwissenschaft es bis dahin, also bis vor 2, 3 Jahren versäumt hat, über Strategie in der Politik zu sprechen. Und sie offensichtlich, zumindest ist das ein Eigenlob an sich selbst, meinen, dieses jetzt getan zu haben. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ja politikberatend unterwegs sind. Gut, aus dem, was sie herausgefunden haben wollen, geht einfach hervor, dass mit Clausewitz jetzt weniger gut zu hantieren sei, eben wegen dieser militärischen Bezüge. Und deswegen ein anderes Konzept herhalten sollte. Sie gehen hin und sagen, es gibt eine Strategie, die festgelegt werden kann, die in unterschiedlichen Einheiten zu fassen wäre. Das heißt also, du kannst für einen Parteitag etwa eine Strategie festlegen, du kannst aber auch für einen Wahlkampf eine Strategie festlegen. Sie machen das an mehreren Beispielen fest. Sie nehmen Bezug etwa zu Willy Brandt, zu Helmut Kohl, zu anderen Politikgrößen, die wir kennen, und nehmen eben anhand ihrer selbstgewählten Beispiele dann gehen auf ein Konzept ein, das sie selbst dann vorschlagen, wie man das machen müsste. Darauf werde ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen, aber einfach nur, um zu erklären, dass sie sagen,
es bedarf für Politikakteure einer Strategie. Jeder, jede geht davon aus, dass wenn jemand politisch aktiv ist, hat er eine Strategie. Eine Strategie. Für Parteien hängen sie das dann an verschiedenen Stufen und Schritten fest, wie man zu einer politischen Strategie kommt, wie man sie entwickelt innerhalb der Partei und sagen dann, dass es verschiedene Akteure gibt und man eine Strategie eigentlich nur als Kollektivakteur, so nennen sie das, also im Kollektiv verfolgen kann. Das heißt also, wenn wir eine Partei oder eine Gruppierung, eine Gemeinde haben, die für sich allein, jedes Individuum zwar eine Strategie verfolgt, aber diese nicht im Kollektiv auch in eine Richtung zeigt, dann wird das in die Hose gehen, um das mal ganz einfach zu sagen. Insofern schlage ich vor, wir werden noch mehrere Real-Life-Treffen haben, auch das hier jetzt für den Stream nochmal erwähnt, schlage ich vor, dass wir, das gibt es hier übrigens auszuleihen in der Stadtbibliothek am Gasteig und in anderen Bibliotheken, das Buch, das braucht man sich also nicht zu kaufen, dass man sich dieses Buch mal kurz zu Gemüte führt. Dann brauche ich hier das nicht alles abzuarbeiten, das wäre dann fast schon ein wissenschaftlicher Vortrag, weil es, wie gesagt, es sind Professoren und die haben ihren eigenen Duktus. Kannst du die Namen der Professoren nennen? Ja, das ist Raschke und Tilz. Die ISBN-Nummer steht im Pad. Danke. Raschke, jetzt habe ich auch für Sie also Werbung gemacht. Kann ich aber durchaus, denn wie ich schon erwähnt habe, es gibt so viel Literatur für Politikakteure im demokratischen Spektrum nicht. Es sei denn, man nimmt eben auf militärische Bezüge, liegt auch Wert. Warum der militärische Bezug hier jetzt auch nicht unbedingt zielführend ist, liegt einfach an der Tatsache, dass politische Vorgänge in demokratischen Staaten komplex sind und wir viele Akteure haben. Das heißt, wir können es nicht reduzieren, zum Beispiel auf die Figurenanzahl auf einem Schachbrett. Wenn wir also von Kohorten sprechen und sagen würden, dass sie so und so aufgestellt sind und wir vielleicht von der Flanke her angreifen müssten, dann wäre das vielleicht auf einen bestimmten Aspekt durchaus anwendbar oder beispielsweise auf napoleonische Feldzüge oder im Rückblick auch auf das Römische Reich. Es wäre aber nicht unbedingt jetzt zielführend, das zu exemplifizieren, also ein Beispiel zu nehmen, Helmut Kohl hat das und das schon gemacht, er hat also Franz Josef Strauß so und so ausgespielt, als der einmal gesagt hat, wir könnten uns aber auch ausdehnen als CSU. Das, was Helmut Kohl dann gemacht hat, war ein politisch-strategischer, guter, nämlich wieder Bezug auf das Spiel, Schachzug, dann zu sagen, gut, dann geht die CDU eben auch nach Bayern. Damit hat er quasi den... Ist er einfach umgekehrt. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Insgesamt, also nochmal zu dem, was Ron ausführt, brauchen wir eine Strategie? Ron möchte sicherlich auch die Antwort wissen von meiner Seite. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir eine Strategie brauchen als Piraten. Es ist auch so, dass der Landesparteitag mir das Votum gegeben hat, in dem er einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer gewählt hat, wo ich vorher ja dargelegt habe, wir werden oder wir müssen den Geschäftsbereich politische Geschäftsführung in zwei Äste teilen. Der eine, der strategisch vorgeht und nicht an das Tagesgeschäft angedockt ist, und ein anderer, der operativ agiert. Und so ist also die stellvertretende politische Geschäftsführung in Bayern im Moment der operative Zweig der politischen Geschäftsführung und mein Zweig die Strategieentwicklung. Die Strategieentwicklung, das sagen auch Raschke und Tilz, ist nicht etwas, das als Rezeptwissen vorliegt,
wie ich eingangs schon darlegen durfte. Es ist etwas, was immer aus der Situation heraus neu entwickelt werden muss. Das wiederum bedeutet, dass wir uns zum Beispiel den Jetzt-Zustand nehmen, ihn analysieren und dann darauf eingehen, was wir als richtig empfinden. Wir müssen dann abstrahieren. Also es ist eine Interpretation vieler komplexer Sachverhalte. Das heißt, wir müssen reduzieren, wir müssen darauf eingehen, okay, wir lassen bestimmte Details mal einfach Details sein, aber das große Ganze gehen wir an und sagen, okay, wir sehen das so und so und daraus destillieren wir den nächsten Schritt. So ist eigentlich das Vorgehen. Eine letzte Sequenz noch zu dem, was uns wahrscheinlich demnächst wieder unterlaufen wird. Wir sind keine Verkäufer. Das heißt, der Marketing-Jargon, den wir in der Alltagssprache fast schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, weil Werbung um uns herum allpräsent ist, können wir nicht nehmen, um politische Prozesse zu beschreiben. Wenn ich beispielsweise höre Markenkern, ist für mich das Wichtige daran der Kern, nicht jetzt Marke. Ich würde eher sagen, das Alleinstellungsmerkmal der Piratenpartei. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Marketingleute gehen vom Markt aus, wo etwas verkauft wird. Ihnen ist die Herangehensweise heilig, dass sie vom Kunden her argumentieren. Welches sind die Kundenbedürfnisse? Wenn wir das alleine jetzt mal umlegten auf den politischen Prozess, müssten wir sagen, was ist denn das Bedürfnis von einer Gruppe namens Wähler? Haben die tatsächlich das Bedürfnis, netzpolitische Themen voranzubringen? Wenn wir dann vielleicht zu dem Punkt kämen, dass im Moment auch den meisten Wählern Datenschutz nicht so wichtig ist. Die finden das alles zwar schlimm, dass so also Millionen Daten von der Bank einfach mal so abgesogen werden oder dass Hacker unterwegs sind. Dann könnten wir durchaus zu dem Schluss kommen und sagen, das Thema ist irrelevant. Wenn wir so also vorgehen, ist das für uns als Politikwissenschaftler oder Politiker nicht zielführend. Wir gehen anders vor. Wir gehen vom Thema heran, dass wir nicht verkaufen wollen, wo wir keine Vertriebler sind, wo wir keine Forschung und Entwicklung betreiben, wo es nicht darum geht, jetzt ein Produkt mit einem Zyklus zu beschreiben und dann zu erklären, okay, dann ist eigentlich das Produkt abgearbeitet, der Käufer ist wieder in eine weitere Phase, der Vorverkaufsphase getreten, wo er ein Update braucht. Das machen wir nicht. Ich werde dazu sicherlich an anderer Stelle noch detailliert was sagen dürfen. Ich wollte diese beiden Aspekte jetzt erstmal herauskehren, um auch meine Position klar zu machen. Ich sehe aber, da gibt es schon Fragen. Kannst du vielleicht nochmal kurz deine zwei Punkte zusammenfassen? Das eine ist, politische Strategie zu betreiben und dieses auch in einem Konzept ist noch eine sehr junge Möglichkeit voranzugehen. Bislang war es immer so, dass man mehr aus der Empirie, also aus dem Gefühl heraus etwas gemacht hat, in Kampagnen gestrickt hat. Jetzt aber gibt es Politikberater, ehemalige Politikwissenschaftler, die daraus ein Konzept gemacht haben, wie man strategisch vorgeht, und zwar Schritt für Schritt eine Strategie aufbaut. Ich werde bei nächster Gelegenheit euch das nochmal vorstellen, denn Ihre Bücher zu lesen, das ist nicht zielführend, es sei denn, jemand hat Zeit genug, das zu tun. Über 500 schwer geschriebene Seiten vom Steuerverlag ist nicht so der Knaller, unterstelle ich. Das andere, was ich gesagt habe, Vorsicht beim Benutzen von Marketingausdrücken im politischen Kontext. Ich sage nicht, dass es keiner machen darf. Ich sage nur, Vorsicht, ich verkaufe keine Butter. Das heißt nicht, dass ich nicht gefragt werden könnte im Interview, wie viel kostet denn jetzt ein Pfund Butter?
Das sollten wir schon wissen. Habe ich das beantwortet? Ja. Ich wollte was anmerken, und zwar, wir haben ja das schöne Stichwort, das neue Haben ist Teilen, oder Teilen ist das neue Haben. Weil wenn wir eine politische Botschaft sozusagen vermitteln, dann ist ja nicht verkauft. Denn wenn du mit einer politischen Botschaft vermittelst, dann hast du ja immer noch. Und dann teilen wir die ja. Und genau deswegen ist sie nicht verkauft. Was mich jetzt total überrascht, ist mir gerade spontan eingefallen, wir haben hier eine Umdrehung. Früher gab es mal die These, dass für die Wirtschaftler, also die in meinem Alter Betriebswirtschaft studiert haben, die mussten den Machiavelli lesen. Weil der ist ein politisches Buch, der war ja die Handlungsanleitung für den Betriebswirtschaftler, wie mache ich meine Konkurrenten fertig und wie ziehe ich meine Mitarbeiter über den Tisch, so mal ganz grob gesprochen. Deswegen dreht sich das da oben, das war mir gar nicht bewusst, deswegen war der Hinweis ganz, ganz interessant. Hat mir gut gefallen. Hinweis dafür, der Säulenheilige wird jetzt wieder demontiert in der letzten Zeit, für die Marketingleute ist Meffert. Ja, Meffert. Also wenn ihr diese Bücher lest, dann wisst ihr alles, was Marketing angeht. Edward Bernays. Das andere. Edward Bernays. Propaganda. Sehr süßig. Klingt sehr süßig. Ja. Also das andere, politische Strategien gab es schon. Das ist nicht neu. Ja. In der heutigen Zeit vielleicht eine Wiederentdeckung, aber wenn ihr an Leni Riefenstahl denkt, wer möchte dazu nicht sagen? Ja. Ja, oder danke für diese beiden Punkte. Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist natürlich, ich habe diese Veranstaltung heute so verstanden, wir sprechen ehrlich nur über den LV Bayern. Ja. Das war jetzt ja nicht auf Bayern beschränkt. Wir sprechen hier über die Piratenpartei und über die Dinge, die da jetzt problematisch sind. Und die sind eben insgesamt problematisch in der ganzen Partei. Jetzt sitzen wir als LV Bayern zusammen. Strategie ist auch immer irgendetwas, sage ich mal, das top-down gemacht wird. Die Frage ist ja, was machen andere Landesverbände und was macht der Bundesverband oder der Bundesvorstand? Denn wir können ja natürlich in Bayern einiges uns überlegen oder sagen, so und so sehen wir das halt. Es ist dann letztendlich immer irgendwie eine Meinung nur von Bayern, wo Berlin eine andere Meinung haben wird. Und die Frage ist halt, wie kommt das jetzt eigentlich zusammen? Wir müssen uns auf eine Strategie sicherlich auch mit anderen in der Partei einigen und abstimmen. Das ist eine Frage, auf die ich antworten will. Ich sehe es halt immer so, wer Macht führt, hat. Und wenn es halt ein Konzept in Bayern gibt, dann könnte es einen anlehnen, ablehnen und so weiter. Das waren zwei Fragen, auf die ich antworten darf. Richtig, wir sitzen hier als LV Bayern zusammen. Wir stehen relativ gut da im Vergleich zu anderen Landesverbänden. Wir haben eine Phase erreicht, wo wir sagen können, okay, die Kasse, so jedenfalls unser Geldpirat, ist gut gefüllt. Wir haben jetzt ein paar Monate Zeit, eine Strategie auszuarbeiten, das machen wir gerade, und wir haben die Kapazitäten und die Leute, die einen inneren Druck auch spüren, dass wir das jetzt angehen, endlich. Deswegen, genauso wie du das gesagt hast, wir gehen voran, wir machen als Piraten. Zur Strategie, das hatte ich ganz kurz nur erwähnt, das bedeutet auch, wenn man nach diesen beiden Leuten geht, Raschko und Tils, dass man eben Einheiten hat. Du kannst es herunterbrechen, du kannst es, wie ich es gesagt habe, es auf einen Parteitag ausdehnen, nur oder aber auf eine langfristige Vorgehensweise für das Gewinnen einer Wahl. Es gibt, wenn ich von Einheiten hier jetzt in deren Sinne spreche, natürlich auch einen räumlichen Bezug. Wenn ich eine Strategie für Bayern entwickle, oder wenn wir eine Strategie entwickeln und für richtig achten, dann heißt das nicht, dass Baden-Württemberg dieselbe Strategie einfach nimmt, kopiert und für Baden-Württemberg adaptiert. Für Berlin als Hauptstadt ist sicherlich auch wieder eine andere Strategie vonnöten.
Das heißt also, je höher du gehst, desto allgemeiner muss ich das natürlich fassen. Wenn ich für Bayern jetzt eine Strategie festlege, dann kann ich durchaus auch sagen, das funkt zwar in 6 Bezirken, aber im 7. funktioniert es nicht, weil er ländlich geprägt ist und dergleichen mehr. Oder es funktioniert für die Hauptstadt, also München, auch nicht. Weil eben hier andere Leute, das haben wir ganz am Anfang gehört, viele Studenten sind, bestimmte Sozialstrukturen vorgefunden werden, etc. Das heißt also, die Strategie an und für sich kannst du global für die Piratenpartei schon ansetzen. Du wirst es aber, da wir hier in Bayern eben vorangehen, erst einmal im Detail für Bayern auch besprechen können und müssen. Wenn die anderen dann kommen, die anderen Landesverbände und sagen, hey, wir möchten auch unseren Beitrag leisten, was inzwischen schon geschieht, dann freue ich mich sehr, denn ich unterstelle, dass wir alle hier nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern möglicherweise auch was übersehen können oder was falsch machen. Da setze ich also wieder auf den Schwarm. Wir werden aber, das ist mein Bestreben und meine Hoffnung, zu einem Punkt kommen, in nicht allzu weiter Zukunft, wo wir sagen, darauf haben wir uns geeinigt, damit können wir arbeiten, damit können wir politisch vorangehen. Ich würde das noch mit meinen Gedanken ergänzen. Also einmal sehe ich das so, dass wir erstmal eine Keimzelle sind, dass wir Ideen entwickeln. Wir haben jetzt ja auch hier schon unterschiedliche Meinungen und wir müssen das rausarbeiten, rauskristallisieren, was uns dann eben das Wichtigste ist, was wir als Handlungsanweisung, als Strategie dann entwickeln und können dann unsere Ideen exportieren in andere Landesverbände. Das heißt nicht, dass sie das dann genauso toll finden. Nur wichtig ist, dass wir auch eine Strategie für die gesamte Partei haben und nicht nur uns auf den Landesverband fokussieren, sondern es ist ja ganz wichtig, das haben wir ja in der vergangenen Zeit gesehen, dass nicht ein Landesverband irgendwelche Wahlen gewinnt, sondern nur wir als Partei insgesamt oder auch umgekehrt. Wenn das Image des Bundesverbandes schlecht ist, dann kannst du im Landesverband nicht auf den Kopf stellen und gewinnst keinen Blumentopf damit, weil wir als Partei wahrgenommen werden, als Gesamtpartei und nicht als einzelne Landesverbände. Ich sehe das auch nicht unbedingt so, dass wir jetzt eine Strategie top-down sein muss oder dass der Bundesvorstand da irgendwie mitmachen müsse oder die das dann beschließen, sondern wir müssen ja die gesamte Partei, in diesem Fall dann eben die Basis, mitnehmen, weil wir haben nichts davon, wenn der Bundesvorstand eine Idee toll findet, dann aber die Leute, die am Infostand stehen, das Ganze nicht mittragen. Weil wir haben nichts davon, wie wir es hier auch schon in Oberbayern hatten, dass da wurde eine Strategie an der Basis vorbei entwickelt und den vor die Füße geworfen und hier macht mal. Aber es war eine Strategie, die überhaupt nicht aus meiner Perspektive zu den Piraten gepasst hat, weil man sich gar nicht angeschaut hat, was sind das eigentlich für Mitglieder. Es war ein bisschen von außen getragen. Und wenn wir ähnliche Fehler machen würden, dass wir eben im kleinen Stillen uns eine Strategie überlegen, dann dem Bundesvorstand präsentieren und er akzeptiert das dann und das dann durchwinkt und beschließt, dann nehmen wir ja nicht die Wahlkämpfer mit, sondern wir müssen diese Gesamtpartei, wir müssen die Basis davon überzeugen. Deshalb jetzt ja auch die These von mir, und das ist die Frage, ob das richtig ist, dass man eine Strategie braucht, um weiterhin Erfolge zu haben. Und wenn wir das als zielführend erachten, dass wir tatsächlich eine Strategie brauchen, dann müssen wir auch eine Mehrheit in dieser Partei dafür gewinnen. Wir müssen dann für diese Ideen, die wir entwickeln, werben und die Basis mitnehmen. Und dann sehe ich das nicht mehr als Top-Down, sondern als Button-Up. Also wir entwickeln jetzt was oder wir entwickeln Ideen und in jeder Situation müssen wir versuchen, alle mitzunehmen bei dem Gedankenprozess, den wir schon haben.
Also ich bin dagegen. Ich finde, wir brauchen keine Strategie, weil quasi unsere Wurzeln liegen ja auch darin begründet, dass wir auf den Schwarm vertrauen. Und ich glaube auch nicht, dass eine Strategie funktionieren kann. Das liegt einfach ganz an der Art unserer Mitglieder. Ich glaube, es ist uns einfach nicht möglich, als Partei an einem Strang zu ziehen, weil wir das auch noch nie wirklich gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass Strategie einfach unnötig ist. Wir schaffen das auch so. Im Übrigen, was Machiavelli angeht, was viele Leute nicht wissen, ist, dass er eigentlich eine Satire hat schreiben wollen. Ja, genau. Also Machiavelli als machtpolitisches Standardwerk ist eigentlich nie so gedacht gewesen von ihm. Wäre jetzt meine These. Und Strategie ist dementsprechend auch völlig unnötig. Gute These. Warum glaube ich da nicht dran? Weil die Psychologen festgestellt haben, dass in dem Moment, wo es um emotionale Themen geht und Politik, gerade beim Piraten ist ein emotionales Thema, in so einer Situation reagiert der Schwarm wie ein dreijähriges Kind. Wollen wir uns wirklich verhalten wie Dreijährige? Ja, also zum einen, die Schwarmintelligenz funktioniert ja nicht so, dass man dem hinterherläuft, der am lautesten schreit, sondern demjenigen, der die beste Idee hat oder dem man am meisten vertraut, dass er die beste Idee hat. Das wäre so ein falsches Konzept von Schwarmintelligenz, was oft herumschwebt. Aber ein bisschen finde ich es auch interessant, dass du sagst, wir brauchen keine Strategie, wir haben die ja früher auch nicht gehabt und wir hatten ja da auch Erfolge. Ja, mag sein, dass du damit recht hast. Ich finde es aber auch ein bisschen sehr konservatives Denken, wenn man sagt, wir machen es so, wie wir es immer schon gemacht haben. Ich wollte dich nicht persönlich. Wollte ich dazu nur sagen. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ja, ja. Dein Recht. Keine Strategie ist eben auch eine Strategie. Das ist das Problem. Ja, also deswegen kann man Strategien, meines Erachtens, muss eben darauf achten, dass man sie so offen hält, dass sie eben nicht einengen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann hast du auch eine Chance, dass derjenige, der sich überhaupt nicht einbinden mag, vielleicht doch noch irgendwas auffindet an der Strategie. Ganz einfache Strategie ist, wenn du beispielsweise behaupten wolltest, unterstelle ich dir ja nicht, dass Netzthemen das einzig glückselig machende sein würden, was die Piratenpartei voranbringt, wäre das auch eine Strategie. Insofern, du hast implizit schon deine Strategie formuliert, wenn du so auch dich aufstellen würdest und kommunizierst das auch so, ohne zu sagen, das ist deine Strategie. Insofern, wenn wir jetzt hier oder ich von politischer Strategie rede, spanne ich das Feld einfach nur etwas weiter, sodass also anhand dieser politischen Strategie eine Operationalität entsteht. Das heißt also, ich kann daraus ableiten, welche Kampagnen ich beispielsweise mache, wozu auch gehören kann, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie das jede andere Partei macht, ein gewisses Thema voranbringen. Das kann Datenschutz sein, das kann sonst was sein, name it. Du musst aber ein Leit, eine Vision, eine Leitidee haben, wohin du denn möchtest, damit du dein politisches Handeln nicht nur gegenüber dir selbst, sondern gegenüber dem Wähler verständlich machst. Das heißt also, deine Ideen bekommen dann einen tieferen Sinn oder deine Vorstellung von anderer Politik, wenn du verständlich machen kannst, dass es innerhalb eines gewissen Rahmens auch ist, in dem du argumentierst. Das heißt also, warum sollte ich beispielsweise als Politiker in einem Parlament, sei es Gemeinderat oder der Bundestag, sitzen, erklären, dass für mich digitale Agenda, so wie sie formuliert ist, aktuell,
nicht zielführend ist, wenn ich im Gegenzug nicht erklären kann, was ich denn dann für richtig erachte. Das bedarf aber einer Rückversicherung, entweder im Grundsatzprogramm oder in der Strategie. Danke. Dann hätte ich was. Ja, bitte. Die Frage, die ich mir eben stelle und auch der Grund, warum ich glaube, dass eine Strategie einfach, also mal völlig unabhängig davon, dass die nicht notwendig ist, sondern auch, dass sie nicht funktionieren kann, ist ja eben, dass sie davon ausgeht, dass wir bei uns in der Partei nur rational handelnde Akteure haben. Und dass da quasi auch ein Wille vorhanden ist, eine gesamtparteiliche Strategie umzusetzen, die eventuell einen gewissen machtpolitischen Status quo in Frage stellt. Und da glaube ich einfach, dass es bei den im Moment handelnden Akteuren keine Bereitschaft dafür gibt, ihre eigenen Egos hinter die Sache zurückzustellen, weil man ja in der Vergangenheit schon gesehen hat, dass es bei politischen Akteuren generell keine Bereitschaft dafür gibt, ihre persönlichen Egos hinter die Sache zurückzustellen. Und daher glaube ich, dass eine Strategie von vornherein zum Scheitern verurteilt ist und insofern nicht notwendig. Also ich meine, es kommt auch wahrscheinlich auch an die Motivation hinter den Leuten, die hier, sagen wir jetzt bei uns, eine Parteipolitik betreiben. Das muss halt einfach, das hat auch so gefehlt zu dieser Moment, wo sich, selbst wenn, du könntest es sogar als Strategie nehmen, der Moment, wo sich alle zum Beispiel mal, und sei es nur für ein Vierteljahr oder für ein halbes Jahr, einfach mal am Riemen reißen. Auch das wäre zum Beispiel Strategie, dass du sagst, hier ist eine Handlungsanweisung, macht mal ein bisschen locker, haut nicht so sehr auf den Putz. Und man sieht es auch oftmals so vor Bundestagswahlkämpfen, dass auch die anderen Parteien es schaffen, ab einem bestimmten Punkt zusammen zu kommunizieren, so, pass mal auf, es gibt da mit Sicherheit noch Themen, die für euch ganz besonders wichtig sind. Wir kommen dazu, was sie niemals tun werden, aber sagen sie zumindest, jetzt bleibt doch mal kurz bei der Sache, dann haben wir wirklich mal die Chance, dass euer Thema, euer spezielles Thema vielleicht auch mal drankommt, weil man den Leuten vermittelt, wir können es so machen mit einer Strategie und haben die Chance, sagen wir, in den Landtag reinzukommen, um da was zu verändern oder vielleicht sogar die 5% für den Bundestag zu reißen oder wir rennen halt rum wie Kopflose und dann werden wir null kriegen und dann sind eure Motivation für die politischen Ziele, für die ihr kämpft, einfach komplett umsonst. Und ich denke, wenn du es schaffst, den Leuten das zu vermitteln, dann hast du vielleicht auch die Chance, dass sich zumindest eine große Mehrheit in der Partei hinter eine gemeinsam erarbeitete Strategie stellt. Aber natürlich klar, die Strategie zieht natürlich nur, wenn sie wirklich von der Mehrheit akzeptiert wird. Ein Satz. Der Matthias hat sich eben vorher gemeldet. Ein Satz, Matthias. Strategie kann sehr wohl auch emotionale Dinge umfassen. Ich würde sagen, sogar zum größten Teil wird sie das auch tun. Also ich teile schon ein bisschen seine Bedenken. Und zwar muss man aufpassen, dass die Strategie nicht normiert. Also wir müssen ihm die Chance geben, dass er unsere Strategie missachtet und was anderes macht. Also unser System muss so offen sein, dass jeder, der da kommt und sagt, ich habe jetzt eine Strategie vorgegeben, aber wenn jemand kommt, nö, interessiert mich nicht, ich habe eine ganz andere Strategie, will ganz was anderes machen, dass wir diese Leute nicht quasi durch die Norm draußen halten, sondern wir müssen denen die Chance geben, dass sie eben auf unsere Strategie auch einwirken können, beziehungsweise wir müssen ihnen die Freiheit geben, dass sie das machen können. Ich glaube, er war nicht zuerst. Es könnte sein, dass wir im Moment noch ein unterschiedliches Verständnis von dem Wort Strategie haben. Strategie an und für sich ist darauf ausgerichtet, die sogenannten Erfolgspotenziale zu erhöhen. Bei der Strategie oder Strategisierung von Komplexität gehst du einfach hin, schaust dir deine Umwelt an, guckst auf deine Ressourcen, zum Beispiel wie viele Piraten sind aktiv, wie viel Geld habe ich, wie viele Plakate kann ich aufhängen und stellst fest, wie kannst du vorgehen, um maximalen Erfolg zu erreichen. Das alleine schon ist Strategie.
Insofern handelst du in vielen verschiedenen Situationen des täglichen Lebens strategisch. Wenn eine neue Situation auftaucht, bist du zunächst einmal der Taktiker. Du versuchst wieder dein gewohntes Bild einzuhalten und darauf zu reagieren, auf diese neue Situation, also taktisch zu reagieren. Wenn du das vielleicht so runterbrichst, dann ist das Wort Strategie nicht mehr der Graus und dieser Übervater, der Big Brother, der dich daran hindert und am Boden festhält, um wirklich das zu machen, was du für richtig hältst. Sondern es ist nur ein Konzept, das jedes Mal aufs Neue überdacht werden müsste, also verifiziert werden muss, ob es noch greift, ob es noch für dich sinnvoll ist. Aber es ist eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte diesen und jenen Erfolg haben, zum Beispiel in die Parlamente ziehen und muss schauen, wie ich zum Beispiel mit der Parteienfinanzierung, mit den Piraten, mit den Vorständen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, wie ich da vorangehen kann. Und insofern sind die Piraten inzwischen schon strategisch unterwegs, aber es ihnen klar zu machen, wo sie strategisch schon unterwegs sind, das ist jetzt erstmal eine Aufgabe. Und dann, wenn wir einen Konsens hauptsächlich erzielen können, dass wir für die nächsten Wahlen sozusagen einen Roadmap haben, also wann werden die Plakate erstellt, wann werden sie in Druck gegeben, wer macht das, welche Leute brauche ich, wie viel Geld muss ich einsetzen, das alles, das ist nämlich Strategie, wie gehe ich vor. Wenn du das vorplanst, und da sind wir wieder bei dem Wort Plan und Planung, dann verhältst du dich strategisch. Und dieses Wort Strategie an sich verliert diesen Gespenstercharakter, den es möglicherweise haben könnte für gewisse Piraten. Jetzt hat mir der Olaf das Wort weggenommen. Ich wollte das nicht aufgreifen. Der Bernd hat das letztes Wochenende schon gesagt, dass Strategie eben halt auch bedeutet, Pläne zu schmieden, Pläne zu machen, ein anderes Wort dafür ist. Und genau das ist das, was wir machen müssen. Wenn wir jetzt, oder meine These wäre ja zu, dass wir den Bundestagswahlkampf 2012 schon verloren haben, als die Blase dort geplatzt ist und unser Image komplett desolat war. Wenn wir jetzt als Plan hätten, wir möchten unser Image wieder aufbauen, uns ein positives Image geben. Wir haben heute Morgen mehrmals davon das Wort benutzt, die Piraten waren mal cool. Also wenn wir das Ziel hätten, die Piraten sollten wieder cool werden, also dann müssten wir uns dazu einen Plan machen. Und das wäre dann die Strategie, könnte ein Ziel einer Strategie sein. Deshalb brauchen wir dann vielleicht einen Plan. Ich würde es auch so sehen, dass eine Strategie durchaus auch dazu dienen kann, die Leute zu einen und auch vielleicht tatsächlich auch dazu dient, Leute vielleicht fernzuhalten. Wenn wir nämlich für uns definieren, wer wir sind und für wen wir als Partei da sein wollen, dann möchten wir vielleicht einige Leute nicht mitnehmen und die sollen vielleicht dann auch nicht mehr mit dem Signet der Piraten in Verbindung gebracht werden. Oder das könnte eine Strategie sein, dass, nehmen wir mal so ein böses Beispiel, 2009 hatten wir auch Rechtsextreme in der Partei, wenn wir eben halt eine Strategie festlegen, die dazu führt, dass wir die nicht mehr mitnehmen, dass die nicht mehr mit uns in Verbindung gebracht werden können, dann finde ich eben eine Strategie dort sehr zielführend. Also ich stelle die These auf, wir müssen nicht und wir sollten auch nicht alle mitnehmen, sondern wir müssen aber auch da im Vorfeld definieren, für wen steht die Piratenpartei und wen wollen wir ganz bewusst mitnehmen. Also auch Strategie könnte sein, den einen oder anderen tatsächlich auch auszugrenzen. Nach
nachdem schon das meiste gesagt worden ist, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, nur so viel. Eine Strategie ist ein Plan. Auf einem hohen Niveau, aber es ist ein Plan. Und für alle Pläne gilt, Pläne sind falsch. Aber Pläne beziehen sich immer auf die Zukunft. Und die Zukunft kennen wir nicht. Und deswegen, so schön ein Plan ist, wir können nicht erwarten, dass er aufgeht. Wir müssen immer bereit sein, ihn zu überarbeiten. Wir müssen immer bereit sein, davon abzuweichen. So wie die Kanzlerin davon abgewichen ist, den Ausstieg aus dem Atomausstieg zu machen, weil Fukushima passiert ist. Solche Dinge passieren und das muss man anpassen. Und deswegen bitte habt keine Angst davor, eine Strategie zu entwickeln. Das hilft uns nur, unsere Kräfte zu bündeln und vernünftig zusammenzuarbeiten. Und wenn dann irgendeiner da über die Stränge schlägt, wenn irgendeiner aus diesen Leitplanken, die dadurch erstmal eingezogen werden, drüber hüpft, weil er sagt, da gibt es noch was, was viel besser ist, genauso muss es sein. Wenn der oder diejenige dann auch bereit ist, Verantwortung dafür zu übernehmen, irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, es ist oft einfacher, hinterher um Verzeihung zu bitten, als vorher um Erlaubnis. Deswegen fand ich aber seinen Einwurf schon sehr richtig. Also wir müssen bei dem Plan, einer der ersten Schritte wird sein müssen, dass wir den Leuten erlauben, über die Leitplanken zu hüpfen. Das wird der wichtigste Punkt bei der Strategie überhaupt sein. Und ich meine, auch wenn es natürlich auch bei jedem Plan in der Zukunft viele Unwägbarkeiten gibt, solche Sachen wie, wann wird eigentlich wirklich gewählt und wann sollten wir die Plakate bestellen oder welche CI haben, die kann man eigentlich weit im Voraus festlegen und die ändern sich dann eigentlich auch nicht mehr. Aber allein mit solchen Basics oder mit solchen Einfachheiten wäre halt schon viel, viel geholfen, weil es hat jetzt auch in den letzten Wahlkämpfen doch des Öfteren ein klein wenig gefehlt. Ja, ich glaube, wir brauchen noch mehr Strategien, also oder mehr Pläne, weil ich denke, was wichtig ist, wir müssen nochmal vorher das Ziel definieren und das gibt es halt auf verschiedenen Ebenen. Also was ich mal auf dem Herweg, ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben. Das erste ist, wir müssten mal eine Ordnung in die Partei kriegen. Also da gäbe es eigentlich einen Plan, wie wir diese Kommunikation irgendwie verbessern. Dann müssen wir mal wirklich die Motivation in der Partei steigern. Da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Strategie, die man da aus oder Plan, die man auspacken müsste. Dann Öffentlichkeitsarbeit. Das war eigentlich genau das Piraten müssen wir der Pool werden. Und das andere dann am Schluss auch wieder die Programmarbeit mit dem Hinblick auf die nächste Bundestagswahl. Also ich denke, das sind mit einer Strategie kommen wir noch nicht weiter, sondern man muss es einfach in verschiedene Teilbereiche aufteilen und dann auch sagen, wer welche Gliederung oder welche Institution ist jetzt für welchen Teilbereich eigentlich wichtig und wie kommt man dann zu einem Plan. Also da gehe ich direkt und verstehe übrigens unter Plan irgendwas anderes. Ne? Also, genau. Ein Plan ist ein nur sehr ungenaues Abbild der Wirklichkeit. Herr Born ganz kurz. Also da möchte ich dich einfach nur voll und ganz unterstützen. Wir brauchen mehrere Pläne. Also ich habe ja vorhin gemeint, also, dass diese Partei in einer tiefen Depression steckt. Deshalb sollten wir auch dafür eine Strategie entwickeln. Wie kommen wir da raus? Wie können wir die Leute wieder motivieren? Wie zeigen wir ihnen eine Perspektive auf, was wir mit dieser Partei noch erreichen können? Weil ziemlich viele Leute sind frustriert. Aber es ist genauso wichtig, also für die Außenkommunikation sind das natürlich andere Zielsetzungen. Wenn wir zum Beispiel dann im Ergebnis eine Kampagne planen wollen, aber bevor wir kampagnenfähig nach außen werden, müssen wir erstmal kampagnenfähig nach innen werden. Und auch das, was wir hier machen, das ist ja das Erste, was wir machen müssen. Also wenn wir vielleicht dann die klugen Ideen entwickelt haben, müssen wir die als Kampagne dann in die Partei tragen, damit unsere Ideen nicht verpuffen, sondern die mitgetragen werden. Weil es reicht eben nicht, den Bundesvorstand zu überzeugen, sondern wir müssen die Basis überzeugen. Und das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen kampagnenfähig innerparteilich werden, bevor wir dann eben auch eine Kampagne nach außen
tragen können. Ich wollte nur mal an einem Beispiel, wo man so das militärische Zeug fallen, erläutern, wie Strategien, Pläne und Ziele funktionieren. Mal ganz konkret. 1939, 1940, Winterkrieg in Finnland. Das kleine Finnland gegen die Sowjetunion. Die Sowjetunion zieht ein, will Finnland überfallen und die paar hunderttausend Finnen schmeißen sie raus. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eine Strategie entwickelt. Die Strategie hieß, wir haben das Ziel, wir wollen die rauswerfen. Und dann haben sie die Strategie so aufgebaut, dass sie gesagt haben, das Beste ist, weil wir einen langen Weg gehen müssen, dass wir die unterteilen. Das hieß Motti. Die wurden unterteilt. Und die einzelnen Abschnitte wurden dann definiert, wer wo angreift und wer die sich vornimmt und unter welchen, mit welchen Methoden. Das war eine ganz klare, knallharte Strategie. Und mit eben dem, deswegen, das darin kann man das... Nein, die haben auf einer ganzen Frontlinie angegriffen. Also die haben den ganzen Zug angegriffen. Die Finnen haben es anders gemacht. 5 Kilometer lang war der... Ja. Also hochinteressant. Da gibt es ein Buch von Mannerheim drüber, das war der Feldmarschall, wie er das analysiert hat und wie er das da festgelegt hat, als Strategie. Für die Russen nicht so lustig. Aber ich hätte da die 4 Punkte nochmal gern. 2 habe ich nämlich an. Doch, ja. Die Gruppe für keine Woche. Für mich nicht mehr die Gruppe. Doch, doch. Ich habe keinen Zugang zum App. Die SG-Verteidigung. Wir brauchen. Ja gut, dann komm, gut. Dann beende ich die Schamade. Natürlich finde ich auch, dass wir eine Strategie brauchen. Ja. Jetzt habe ich den anderen schon im Twitter. Natürlich finde ich auch, dass wir eine Strategie brauchen. Wäre ja auch müßig, zu einem Strategietreffen zu gehen, zu sagen, wir brauchen keine Strategie. Gerade noch die Kurve gekriegt. Nein, ich dachte nur, wenn ich in Opposition zur Strategie gehe, dass dann meine innerparteilichen Widersacher natürlich ganz natürlich sich dafür aussprechen, wobei ich habe ja gar keine Widersacher. Aber, also Strategie, genau. Ich finde, wir haben es eigentlich schon ganz gut herausgearbeitet. Diese 4 Punkte, wir müssen wieder cool werden, wir müssen zuerst nach innen kampagnenfähig werden, dann müssen wir nach außen kampagnenfähig sein. Und was war das vierte? Aus der Depression herauskommen. Aber das ist irgendwie der Punkt 2, dass wir nach innen kampagnenfähig werden. Die Herausforderung, vor der wir halt einfach wirklich stehen, ist die Streithansel alle so weit A zusammenzubringen, dass sie auch wirklich Bock drauf haben und B so weit auszubremsen, dass es nicht nochmal, und ich glaube, das wäre tatsächlich einer der Kernpunkte einer Strategie, die wir erarbeiten müssen, wie man das hinbekommt, dass wir nicht nochmal unsere Partei in so eine Situation manövrieren, in der wir jetzt sind. Das ist, glaube ich, fast, also ich weiß nicht, ob es noch wichtiger ist als die 4 Punkte, die wir alle gerade eben schon herausgearbeitet haben, aber uns bringt die beste Strategie nichts, wenn wir nachher irgendwie wieder einen Erfolg hatten und danach sich wieder dieselbe Situation einstellt wie jetzt. Das heißt, wir müssen eine Strategie erarbeiten, die die Piratenpartei überlebensfähig macht für die nächsten Jahrzehnte. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber... vielleicht kann Bernd noch gleich nochmal drauf eingehen. Ich denke, er könnte auch was dazu sagen. Wir dürfen ja auch immer nicht Strategie mit Taktik verwechseln. Also Piraten neigen dazu, hier und da immer Aktionen zu machen, die aber maximal immer als einzelne Taktik zu identifizieren ist. Wichtig wäre, dass wir eben eine Gesamtstrategie entwickeln und die Taktik daraus ableiten. Also zum Beispiel, wir bräuchten eine Strategie, wie wir jetzt mit der NSA-Snowden-Debatte, Snowden 2 steht jetzt in den Startlöchern, also es hat sich irgendjemand beim Greenwald gemeldet, der jetzt auch weitere Enthüllungen dort preisgeben möchte. Also das Ganze hört nicht auf und wir haben bis heute als Partei dort noch keine Antwort geliefert, obwohl alle von uns eine Antwort dort haben wollte. Und wir haben in dem Bereich keine Strategie erarbeitet, wie wir damit umgehen. Wir haben nur hier und da eine Aktion gemacht, was eben als Taktik maximal zu sehen ist, aber wir haben keine Strategie entwickelt, um das auch für den Betrachter von außen wie ein roter Faden eben wahrgenommen wird.
Und da kann Olaf ist auch direkt darauf angesprochen, also ich weiß nicht, wer zuerst möchte, also wirklich diesen Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Wenn ich da ganz ehrlich bin, tue ich mir schwer bei dem, weil das, was ich unterrichte, ist Planung. Hm. Ja? Und die gibt es halt auf strategischer Ebene und die gibt es auf taktischer und auf operativer Ebene. Das wird so gehen. Aber wo da genau die Grenzen sind, ich sage meinen Studierenden immer, mach das Gescheite daraus. Sag nicht, das muss jetzt gemacht werden, weil strategisch ist, sondern macht eine vernünftige Gesamtübersicht, was ihr erreichen wollt, und leitet dann daraus die einzelnen Aktionen ab. Und das heißt dazu, weil bei Clausewitz ist eine Strategie und beim anderen Taktik, das andere Taktik. Bei Clausewitz ist übrigens jemand, der auch sehr viel Blödsinn gesagt hat, also das ist mir schon bekannt. Aber der wichtigste Satz aus meiner Sicht ist der Plan, ich übersetze, formuliere ein bisschen anders, aber der Plan ist nichts, die Planung ist alles. Denn wenn ich eine vernünftige Planung gemacht habe, dann habe ich die ganze Umgebung meines Ziels erforscht und wenn jetzt irgendwas schief geht, dann weiß ich sofort, was ich tun kann. Und muss mich nicht hinter einem Plan verstecken und dem blind folgen, obwohl ich weiß, der führt uns nirgendwo. Und das ist in meinen Augen das Wichtige. Wir müssen anfangen, zusammenzuarbeiten und zu planen. Und ich sage auch nicht, dass dann niemand mehr so ad hoc, weil ihm irgendwas nicht gefällt, jetzt keinen Infostand oder irgend so was Taktisches machen darf. Sondern es geht nur darum, dass wir einen roten Faden haben, in gewisser Weise, ja, du magst das Wort Markenkern nicht, aber im Markenkern stecken zwei Dinge drin, nämlich das eine ist der, jetzt kommt wieder ein Marketing-Spruch, der Unique Selling Point, das Unterscheidungsmerkmal, und das andere ist die Wiedererkennbarkeit, dass die Leute uns erkennen, als das ist ein Thema für die Piraten, da fragen wir die Piraten gleich. Ja? Und diese Dinge, da müssen wir dran arbeiten, dass wir da wieder hinkommen. Und ich glaube, dann werden wir auch wieder cool sein. Ist das nicht hier? Wer war noch? Du hast das Thema NSA angesprochen. Nicht? Da ist es so, es gibt da schon eine Strategie, die wir entwickelt haben mit Anita. Die nennt sich Argumentationspapier NSA-Affäre. Allerdings ist die halt eben noch nicht so wirklich abgenommen, weil da nicht so viele Leute mitgemacht haben. Es ist in dem Thema leider schwierig, wenn man sagt, man hat eine Strategie, dann müsste man ja auch verschiedene andere Leute einbeziehen. Die kann ja nicht einfach ich und Anita hinschreiben. Und an der Stelle ist es halt zuletzt sehr, sehr schwierig gewesen, Leute dazu zu motivieren, dort irgendwas mitzuarbeiten. Du hast auch gesagt, dass die Leute von uns Antworten an der Stelle erwarten. Das ist momentan nicht der Fall. Wir sind nicht Bestandteil von dem Untersuchungsausschuss und ergo sind wir auch nicht, haben wir auch nicht das Mandat, dort irgendetwas aufzuklären. Wir würden gerne an der Stelle mitreden, haben aber nicht das entsprechende Standing in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist momentan das Problem. Es ist nicht, dass wir dazu nichts zu sagen haben, es ist einfach, dass uns da an der Stelle keiner zuhört. Denn viele Dinge, die wir dazu äußern, werden ja auch, sag ich mal, von den Medien nicht gedruckt. Ich glaube, dass die Strategie, die wir brauchen, weniger eine ist, wie wir jetzt in konkreten Themen arbeiten, sondern wie wir überhaupt mal dahin kommen, dass man uns wieder zuhört. Ja, aber das ist ja quasi, wie kriegen wir die Piratenpartei wieder cool? Genau. Vorher macht das keinen Sinn, an Inhalten rumzumuckeln. Mal aus der Hüfte geschossen. Warum bieten wir den Grünen nicht unseren Sachverstand dafür an? Als Zuarbeiter für ihren Mitarbeiter im Untersuchungsausschuss. Weil die Danken ablehnen werden. Aber das könnten sie ja machen lassen. Das könnte man öffentlich machen, ja. Also wenn wir jetzt bei den Beispielen sind, ich möchte das nicht zu sehr im Detail jetzt uns da verlieren, aber es dient ja vielleicht als gutes Beispiel. Wenn wir als Piraten eben jetzt einen Themenschwerpunkt hätten, wir zum Beispiel als NSA, und wären da jetzt einfach die Experten, diejenigen,
die sich dort bei dem Thema am besten auskennen, die wirklich alles nur zu diesem Thema hoch und runter wälzen würden. Und das könnten wir natürlich nur, wenn wir alles andere mal links liegen lassen würden, aber das machen wir ja nicht, weil wir nicht strategisch vorgehen. Aber das wäre mal ein Plan gewesen, der kommt jetzt mittlerweile wahrscheinlich viel, viel zu spät, weil das hätten wir ja schon vor einem Jahr machen müssen, also als die NSA-Debatte hochgekommen ist. Aber was haben wir vor einem Jahr gemacht? Wir wollten Vollprogramm und haben alles darauf abgezielt. Und wir wollten hier beweisen, dass wir alles können, aber nichts richtig. Wenn wir bewiesen hätten, wir konzentrieren uns auf ein Thema und im Wahlkampf 2013 haben die Medien uns ständig gefragt, was habt ihr denn dafür Antworten? Und wir hatten einfach keine. Also wir haben uns dann, wir haben uns irgendwas aus den Fingern gesogen, aber wir haben keine wirkliche Antwort gehabt. Aber wenn wir uns dort wirklich als Experte in dem Bereich positioniert hätten können, was wir ja nicht gemacht haben, dann wären wir vielleicht bis heute noch gefragt bei diesen Themen. Auch bei anderen Themen waren wir mal gefragt, weil wir implizit derjenige waren, der sich damit auskennt. Heute ist das in vielen Sachen nicht mehr der Fall. Da gehen die Medien in erster Linie wieder an irgendwelche Bürgerinitiative oder NGOs. Also bei vielen Themen, ob das jetzt Datenschutz oder sonst was war, da ist man früher vielleicht mal zum CCC gegangen. Eine Zeit lang ist man als erste Adresse zu uns gegangen. Und jetzt geht man wieder, also schon seit 2012 geht man wieder zum CCC, nicht mehr zu uns. Weil wir wollten ja alles möglich und haben uns da wirklich ganz schön verprellt. Ich glaube, wir brauchen weniger Themen, sondern wir brauchen mal ein Lebenskonzept. Das heißt, wie möchten wir gerne leben und wie stellen wir unser Leben vor? Also wir können nicht nur ein Thema abdecken, sondern wenn klar ist, dass wir unsere Zukunft gestalten wollen, dass wir das Internet gestalten wollen, dass wir mit all diesen Dingen, mit dem Web und den Handys leben wollen und das im Praktischen umsetzen möchten, wie wir in Zukunft weiterleben wollen, dann sind wir eben Ansprechpartner für genau diese Themen und nicht nur, dass irgendwo ein klitzekleines Thema daraus kommt. Sondern das muss schon, die Leute müssen ein Gefühl haben, dass was sie da vorschlagen, so möchte ich gerne leben in Zukunft. Wir haben gute Ideen und da würde sich mein persönliches Leben verbessern, wenn ich das so mache, wenn ich diese Vorschläge unterstützen würde. Weil das nicht mehr zur Strategie wirklich. Ich frage mich gerade, an welchem Punkt wir sind. Eigentlich sind wir noch, wie sind wir wahrscheinlich so beim Schluss vor. Genau, aber noch bei der Strategie. Strategie. Also im Prinzip, da waren jetzt, glaube ich, zwei Sachen, die sehr interessant waren, die du gesagt hast. Und zwar einmal, in welcher Welt wir leben wollen. Das schließt den Begriff in der Lebenswelt mit ein. Woher kommen wir? Was ist unser Umfeld? Eben nicht nur, wie sind wir entstanden, was sind die Kernchen, sondern was halten wir daraus für den Rest, für unser Umfeld, für unsere Gesellschaft ab? Das müssen wir noch viel deutlicher klarstellen. Also auf den Punkt gebracht, was sind unsere Werte? Was wollen wir damit eigentlich? Wenn wir das haben, dann ist auch die Geschichte, wie kommunizieren wir das nach außen und was schreiben uns die Wähler zu als Partei? Wo liegen unsere Kompetenzen? Dann können wir das, wenn wir das wieder wissen und das wieder für uns erarbeitet haben, dann werden wir vielleicht auch wieder gefragt, dann können wir wieder kommunizieren. Aber in dem Moment, wo man uns keine Kompetenzen zuschreibt, wo man nicht weiß, wofür wir stehen, was unsere Werte sind, aus welcher Welt wir kommen oder wo wir das selbst nicht wissen, da werden wir wahrscheinlich auch nicht gefragt werden. So ist es. Also das ist auch eine schöne Überleitung. Wir sind ja auch zeitlich schon fast beim Schluss. Wir wollen ja das nächste Relive-Treffen genau zu dem Thema Werte machen, dass wir uns dort noch mehr mit uns tatsächlich auch mal mit uns selbst beschäftigen. Wir beschäftigen uns ja gerne mit uns selbst, aber mal konzentriert mit uns beschäftigen, weil wir haben ja noch nicht schlussendlich geklärt, wer wir sind. Und wir wollen das eben nochmal über den Weg, dass wir die Werte herausarbeiten, die tatsächlich ja da sind, aber vielleicht auch mal konzentriert definieren, wollen wir eben halt auf dem Weg auch nochmal versuchen herauszufinden, für was wir stehen, also für welche Werte hinter den politischen Forderungen stehen, auch dass wir in Zukunft Programm, dass wir weiter erarbeiten, an den Werten messen können.
Und da wollen wir uns dann beim nächsten Mal am 2. November in Nürnberg dazu treffen. Und da wollen wir bis dahin dann auch nochmal einen Tag organisieren. Müssen wir natürlich heute ein bisschen reflektieren, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, wer möchte vielleicht noch ein Schlusswort oder ein Satz, den er unbedingt loswerden möchte, sagen. Wir hätten noch 5 Minuten, um dann vielleicht zum tatsächlichen Schluss zu kommen. Wie ist die Adresse in Nürnberg? Die Geschäftsstelle. Keine Ahnung. Bei dieser Wettergeschichte, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir nach unseren Werten fragen, was wir tun, und wenn wir dann irgendwann im nächsten Schritt dazu übergehen, wie wir das nach außen kommunizieren, dann müssen wir immer daran denken, dass die Leute, mit denen wir sprechen oder die uns unter Umständen wählen könnten, die ansprechbar sind, nicht die gleichen Leute sind, die bei uns Mitglied sind, aber auch nicht die Gesamtgesellschaft sind, nicht das komplette Volk, wir sind ja keine Volkspartei, sondern dass es Menschen sind, die vielleicht ähnliche Ziele oder Überschneidungen mit diesen Zielen und Werten haben und die deshalb für die Inhalte ansprechbar sind. Aber die müssen nicht den gleichen Lebensstil haben wie wir. Ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel, nur als ein ganz konkretes Beispiel dafür, wir sollten auch sowas wie Krypto-Partys machen für Rentner. Oh ja, nicht nur die VHS, richtig. Ja, aber wenn man das macht, wenn man das macht, dann. Ja, okay, nee, das geht jetzt schon zu weit in die aktuelle Planung. Aber der Bedarf daran ist riesig. Ich würde es auch gar nicht mal so weit gehen wie Krypto-Party im eigentlichen Sinn, sondern. Ja, achso, sorry. Ja, da muss man halt. Da muss, also, das wird dann schon. Nimmt ihr das Mikro, sonst versteht ihr nee, das. Nee, das. Ja, gut, komm, dann bitte. Also. Was ich eigentlich zu dem Thema nur sagen wollte, Krypto-Partys für Rentner, da müssen wir das Konzept vielleicht ein bisschen abändern und dann irgendwie schauen, wo sind die Wohnstifte, wo sind die Altenheime und dann erstmal, obwohl ich weiß nicht, ob Leute in Wohnstiften und Altenheimen, ich kenne mich da nicht aus, wie Leute, die Allzeitcomputer benutzen, aber egal. Also auf jeden Fall, dass man quasi mit den Leuten, die den alten Menschen das Leben organisieren, zuerst Kontakt aufnimmt und es dann darüber macht, weil, oder ich weiß nicht, sonst müsste man wahrscheinlich. Stadtteilmagazine inserieren oder solche Geschichten. Ich weiß nicht, wo alte Menschen sich ihre Informationen herholen, weil ich selber nicht alt bin. Hingehen. Was mir jetzt dazu eingefallen ist, ist, Olaf hatte das ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, wir sind eine netzpolitische Bewegung mit parteipolitischen Strukturen. Wir sind also nicht wirklich eine Partei, weil Parteien machen eben keine Krypto-Partys. Wenn wir sowas machen, dann sind wir eben an der Stelle nicht mehr als Partei unterwegs. Das muss uns halt klar sein. Wir sind aber eben auch noch nicht im, sag ich mal, im Bundestag. Also uns muss klar sein, dass wir jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, wo wir eben noch nicht irgendwie etabliert sind in der Politik, so eine gemischte Fahrweise vielleicht brauchen. Auf der einen Seite parteipolitische Strukturen und auch Wahlkämpfe, um da weiterzukommen. Aber auf der anderen Seite das auch gemischt mit sage ich mal, ja, netzaktivistischen Strukturen und Aktionen. Also ich sehe das eher so, dass uns noch die politische Stiftung fehlt, die dann diese Krypto-Partys machen würden. Nämlich das analog machen die anderen Parteien schon, nur die haben dafür ihre eigenen politischen Stiftungen, die natürlich sehr parteinah sind. Wir haben diese parteinahen Stiftungen noch nicht etabliert, noch nicht aufgebaut, weil uns da auch noch die Strukturen und die finanziellen Mittel fehlen. Aber das wäre bei einer klassischen Partei eher in der politischen Stiftung direkt angesiedelt und deshalb auch nicht unbedingt die politische Partei. Vielleicht darf ich hier schon ankündigen, wir sind dabei, das aufzubauen. Andere Landesverbände haben es schon, zum Beispiel PIKO NRW, in Hessen ist es dann PIKO Hessen, da geht es jetzt rein um den Kommunalbereich, aber wir hier in Bayern schreiten auch dort voran, und sind dabei, jetzt eine Stiftung aufzubauen. Also mittel- und langfristig betrachtet. Das wird also dann dort aufgehängt werden können, wo das alles so eine Richtigkeit hat.
18 Uhr. Das Schöne an Stiftungen ist ja, dass man stiftungsteilweise so fahren kann. Ja, nicht so ins Ich will noch mal eins schnell anmerken, also auch die Grünen zum Beispiel haben bei uns Clubpartys veranstaltet. Und auch wenn du so eine Arbeit gehst bei so Ortsvereinen, was jetzt so die Volksparteien, so haben jetzt auch die CSU bei uns oder auch die SPD, 80 oder sagen wir mal, die Mehrheit der Aktionen und der Treffen, die da gemacht werden, sind vollkommen unpolitisch. Total. Ja, das ist einfach nur überhaupt mal Leute zusammenbringen, kommunizieren. Da findet jetzt natürlich auch eine sehr klare Überalterung statt. Aber auch im selben Kerbe möchte ich reinschlagen, Unwissenheit in Technik bringen ist keine Frage des Alters. Ja. Also ich kenne auch Leute mit 24, die vor einem Browser stehen und nicht eigentlich mal von vornherein wissen, was dieser Browser eigentlich macht. Das ist einfach so, hier drücke ich dieses Logo und dann kommt Internet. Das ist überhaupt keine Frage vom Alter. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist sicher so, aber ich habe einfach beobachtet, dass wir die Tendenz haben, an der Stelle wieder auf die Jungen zu schauen. Und ich meine, ich habe ein paar Leuten, meine Mutter, die ist vor 2 Jahren gestorben, in der ihrem Heim, wo sie gewohnt hat, also betreutes Wohnen war das, die Hälfte hat einen Computer. Und ein paar haben sich von mir das zeigen lassen, worauf sie da achten müssen. Und okay, ich meine, ich werde nächsten Monat kriege ich Rente. Nur so vom Alter her. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich Informatik studiert habe und mit dem Zeug drin bin. Ja, aber es gibt eben viele Ältere, die das Internet gewaltig nutzen, aber hier Probleme haben. Umgekehrt, jede alle 12-jährigen Girlen haben einen Twitter-Account, aber sind das einfach lange nicht Techniker. Ich weiß. Genau, und das bringt uns nochmal an den Anfang des Tages zurück. Jetzt haben wir damit vielleicht noch einmal ein kurzes Resümee gezogen. Unsere Zielgruppe ist eben nicht einfach nur jung, sondern die ist vielfältiger als nur jung. Es ist keine Sache des Alters, es ist eher eine Sache der Lebensauffassung, des Lebensgefühls, das dort hinter steckt. Und damit kommen wir auch zum Schluss, oder ich möchte zum Schluss kommen, weil, wie Olaf sagt, 18 Uhr haben wir erreicht, wir haben den Tag irgendwie rumgekriegt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wir hatten auf jeden Fall angeregte Diskussionen und ich würde es schön finden, wenn wir uns am 2. November vielleicht nochmal in Nürnberg, vielleicht auch in einer anderen Runde zusammensetzen und uns dann ein wenig über die Werte der Piratenpartei unterhalten. Ich danke euch für euer Kommen. Wir danken für die Einladung und die Organisation. Oh, Nürnberg, wie gut, nur eine Stunde aus.